Nicht-Aufenthaltsberechtigte bekommen eine Aufenthaltsberechtigung, nennt sich Chance. Die Mittelmeerschlepperei soll weitergehen. Wir haben das Staatsbürgerschaftsgesetz. Nach 3 Jahren soll man Deutscher werden können. Der Doppelpass soll Regelfall werden. Gastarbeitergenerationen, denen traut man sich nicht mal abzuverlangen, einen schriftlichen Sprachtest. Nach 50 Jahren ist man nicht der Meinung, dass die hinreichend Deutsch gelernt haben, aber sie sollen den Unterschieden in einer Parteiendemokratie folgen können. Nein, diese Turbo-Einbürgerung, da wollen untergehende Parteien sich schnell noch ein paar Wähler hinzuerwerben und durch diesen Umbau der Wählerdemografie ihren Untergang noch etwas rauszögern. Was ist das Fazit?